Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk Ermobt. Mein Name ist Chris Alexander Famula und auch heute habe ich mir einen speziellen Gast eingeladen. Hallo. Hallo, grüß dich. Grüße. Vielleicht stellst du dich den Zuschauern erst einmal kurz vor. Ja, also mein Name ist Thorsten Turinski. Ich bin Musiker, also bevorzugt Gitarrist und bin aus Chemnitz, also direkt aus Chemnitz, bin dort auch aufgewachsen und ich möchte heute ein bisschen was über meine Aktivitäten erzählen, also übers Gitarre spielen und ja, was ich da so treibe und was ich so vorhabe und was ich in der Vergangenheit getan habe. Okay, du bist also ein relativ gefragter Musiker im Chemnitzer Land. Ja, Ja. also ich weiß Was nicht. hebt dich denn so ein bisschen von der breiteren Masse ab? Ja, also mein Hauptinstrument ist eine achtseitige Gitarre. Ich weiß nicht, ob ihr die hier in der Kamera habt. Ich habe also ein Instrument mit drei Basssaiten und fünf Gitarrenseiten. Ich spiele das kurz an. Das sind also die wirklich die drei tiefen Basssaiten, die auf einer Bassgitarre zum Beispiel oder auf dem Kontrabass drauf wären. Und ich habe fünf Gitarrenseiten auf dem Instrument, sodass ich immer, wenn ich was spiele, immer so den Eindruck erwecken kann, dass es sozusagen ein Bassist und ein Gitarrist gleichzeitig spielen. Ja, das ist vielleicht das Besondere und für mich auch das Aufregende an meinem Gitarrenspiel. Wahnsinn. Ja. Ich bewundere dich jetzt schon. Ja, okay. Ja, welche Art von Musik spielst du denn vorzugsweise? Na, das ist jetzt schwer, weil ich bin eigentlich, denke ich, sehr open-minded. Also ich spiele in den letzten Jahren hauptsächlich ein akustisches Instrument, aber das kann sowohl Johann Sebastian Bach sein, als auch Bluesmusik zum Beispiel. Oder ich bin natürlich großer Beatles-Fan, logischerweise. Das werden wir ja da später noch drauf kommen. Und ich höre mir genauso mein Dire Straits an, Jimi Hendrix, AC/DC, genauso wie ich zum Beispiel auch Paco de Lucia höre. Kann ich aber nicht spielen. Also da glaube ich, dass mein Musikgeschmack sehr in Richtung handgemachte Musik geht, sehr gitarrenlastig, aber sehr breit gefächert. Vielleicht kannst du auch einfach mal zu deinem musikalischen Werdegang ein bisschen mehr ausholen, Ja, okay. wenn du das möchtest. Also ich bin schon im zarten Alter von 8 Jahren in Chemnitz am Theater gewesen, also ja, Pfefferkuchenkind, sage ich immer. Also ich war ein verzauberter Pfefferkuchen. Das habe ich gemacht, bis ich 12 war, also im Kinderchor gesungen. Mit 13 Jahren habe ich tatsächlich meine erste Gitarre geschenkt bekommen und habe mir dann das Gitarrespielen autodidaktisch beigebracht. Also ich hatte derzeit keine Lehrer und habe aber dann mit 23, 24 ungefähr am Konservatorium in Zwickau ein Gitarrenstudium angefangen, und zwar Jazz und Rockmusik. Das ging bis 1993 und dann kamen natürlich nach der Wende jede Menge berufliche Veränderungen. Ich bin dann in der Musikindustrie gelandet. Also mache ich bis heute Mikrofone verkauft, Kopfhörer, Lautsprecher, Mischpulte, alles Mögliche, auch Instrumente. Und bin sozusagen in meiner Zeit am Konservatorium in Zwickau noch mit Rockmusik unterwegs gewesen, also deutschsprachige Rockmusik, eigene Musik. Und habe dann 1993 angefangen, Jazz zu spielen, weil das durchs Studium halt sich so ergeben hat, dass ich da Zugang gefunden habe. Und habe dann lange Zeit in kleinen Jazzbesetzungen, also Jazz-Trio, Jazz-Quartett gespielt, immer unter eigenem Namen, also unter meinem Namen Thorsten Turinski. Und seit ungefähr 2011 bin ich jetzt solo mit dieser akustischen Gitarre und einem Beatles-Programm unterwegs. Naja, und jetzt sind wir hier unter anderem auch, weil am 3. Januar ein neues Album erscheinen soll, auch wieder mit eigenen Stücken, mit Gesang. Und das ist jetzt für mich sozusagen das Zurückkommen in die Zeit,
von vor 30 Jahren, wo ich halt wieder eigene Stücke spiele, wo ich selber singe und mich da sozusagen auf ein, ja, nicht nur auf ein unbekanntes Terrain bewege, aber zumindest auf einem etwas unsicheren Weg, weil das halt für mich jetzt relativ neu ist. Ja, du erwähntest gerade die Beatles. Mhm. Ja. Im vergangenen Jahr hatten wir ja hier in den Räumlichkeiten von Neues Mitteldeutschland und im Stadttheater Glauchau eine Veranstaltung zu Gedenken von John Lennon. Jo. Ja. Die Edmund Thilo, der Begründer und Inhaber des Beat-Archivs in Glauchau, organisiert hat, wie schon des Öfteren. Ja. Und ja, da warst auch du zugegen. Ja, ich erinnere mich da sehr gern daran. Ja. Das war eine sehr aufregende Veranstaltung. Ja. Mhm. Ja. Und ja, wie, in welchem Verhältnis stehst du denn zu Edmund? Und, oder wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Um ehrlich zu sein, das ist erst ein paar Jahre her. Das war ungefähr 2014. Und ich glaube, es war damals so, dass Edmund mit mir Kontakt aufgenommen hat. Ja, der hat mir eine E-Mail geschrieben, weil er irgendwo Werbung von meiner damaligen Produktion Thorsten Turinski spielt Beatles, also live im Museum, gesehen hat und die CD bei mir erwerben wollte. Ich glaube, da kam der Kontakt zustande. Also das ging damals von Edmund Thilo aus. Er ist auf mich zugekommen. Okay. Mhm. Ja. Und ja, im nächsten Jahr, im kommenden Jahr, soll am 8. Oktober wieder eine Veranstaltung stattfinden, und zwar 30 Jahre Beat-Archiv in Glauchau, Musik der Beatles und John Lennon. Ja. Ja. Wirst auch du da zugegen sein? Ja. Also ich habe, um das kurz zu sagen, ich habe bereits zugesagt. Also ich habe mir das schon im Terminkalender eingeschrieben und werde mir das auch freihalten. Sehr schön. Dann sind wir mal gespannt, was da so auf uns zukommt. Also ich freue mich da ganz sehr drauf. Ja, wir hoffen ja und drücken die Daumen, dass es trotz Corona alles stattfinden darf und vielleicht bis dahin sich etwas lockert. Entspannt hat, genau. Wie bist du denn, oder wie hast du denn zu der Musik der Beatles gefunden? Das ist auch eine, ja, eine lange Story oder eine kurze, je nachdem. Also im zarten Alter von 11 Jahren hat mir tatsächlich einer meiner Klassenkameraden das erste Mal gesagt, hör dir die Musik mal an. Und das habe ich gemacht und habe es am Anfang gar nicht verstanden und auch keinen Bezug dazu gefunden. Und ungefähr ein halbes Jahr später war ich Hardcore-Fan. Also ich denke mal, dass ich schon so mit 12 Jahren schon großer Beatles-Fan war. Und für mich am beeindruckendsten war eigentlich immer John Lennon. Also der hat mich am meisten mitgenommen sozusagen, weil das so der eckige und kantige Beatle war. Naja, und da wurde man älter, dann hat man natürlich auch andere Musik gehört. Also ich bin ein ganz großer Jimi Hendrix-Fan und Dire Straits und Santana, wie sie alle heißen. Aber ja, vor etwas über 10 Jahren ist es dann wiedergekommen. Und dann habe ich halt mich entschlossen, mir auch so ein richtiges Beatles-Programm auf der Gitarre drauf zu schaffen und spiele da ja, meine Konzerte mit Beatles-Musik. Thank you.
Ja, ich habe hier neben mir eine LP von dir. Und zwar ist diese aus dem Jahre 2018. Thorsten Turinski, Fab Four on Eight Strings. Ja. Also an 8 Saiten. Also da haben wir Genau. wieder hier die 8-Seiten-Gitarre. Genau, Vielleicht das ist. erzählst du uns ein wenig Ja, darüber und ja. kannst ja dann auch was über deine kommende Ja, LP. gerne. Also das ist sozusagen mein erstes Album, welches ich auf Vinyl herausgebracht habe. Man hat ja als Musiker, ja, in meinem Alter hat man immer davon geträumt, eine CD rauszubringen. Das habe ich auch schon oft gemacht. Es gibt dieses Album auch als CD. Klar. Und ja, wie hast du das? Das Sag gleich mal. vor. Und hier habe ich mir das erste Mal eine Vinyl gegönnt. Und das ist eine limitierte Auflage von 250 Stück. Also es gibt auch nicht mehr so sehr viele. Also ich habe die seitdem auch gelegentlich verkaufen können und auf meinen Konzerten zum Beispiel. Aber es war natürlich letztes Jahr ein bisschen schwierig, logischerweise. Ja, und jetzt kommt am 3. Januar kommt jetzt wieder ein Album. Das heißt, ich komme zurück. Und das ist aber leider, da ist leider die Vinyl noch nicht fertig gepresst. Also da können wir jetzt bloß hier die CD zeigen. Das ist quasi so ein Vorab-Exemplar. Und auf diesem Album spiele ich eigene Stücke. Das ist dann auch mit Gesang. Und deutschsprachig. Und das Besondere daran ist, dass ich natürlich auch meine achtseitige Gitarre spiele, aber auch jede Menge andere Instrumente, die ich selber baue. Also ich bin auch ein sehr fleißiger Zigarrenkisten-Gitarrenbauer und das ist dann hier auf diesem Album auch zu hören. Also hier sind alle Instrumente und alle Gesänge von mir höchstpersönlich selber eingespielt. Es gibt keine Gastmusiker auf diesem Album. Das habe ich alles selber gemacht. Und die kommt am 3. Januar 2022. Ja, jetzt hast du mir ja leider schon etwas vorweggenommen, auf was ich eigentlich jetzt erst zu sprechen kommen wollte. Und zwar, dass du ja nicht nur neben deiner Musik, dass du nicht nur deine Musik machst und da wirklich begnadet bist, sondern dass du eben noch ein anderes Hobby hast, Ja. was ich persönlich sehr, sehr genial finde. Okay. Und zwar sind das deine Zigarrenkistengitarren. Okay. Vielleicht kannst du uns darüber was erzählen, mal eine zeigen. Ja, also eine habe ich natürlich mitgebracht. Vielleicht muss ich dazu noch etwas weiter ausholen vielleicht. Ich bin durch meinen Beruf, also was ich jetzt seit 4,5 Jahren mache, mehrmals in den USA gewesen. Und in den USA ist diese Tradition, dass man Zigarrenkistengitarren spielt, beziehungsweise auch logischerweise herstellt, viel, 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 viel verbreiteter als logischerweise in Deutschland. Das hat dort eine Tradition. Das kommt aus Zeiten der Sklaverei, als die Menschen, also die waren einfach bitterarm und haben im Prinzip sich Instrumente gebaut mit 3 oder 4 Saiten, manchmal auch nur mit einer Saite, um einfach in ihrer Freizeit ein bisschen Musik machen zu können. Und das hat mich fasziniert. Also die Musiker dort oder die Gitarristen dort, die spielen gerne mal, wenn so ein Set 1,5 Stunden dauert, 2, 3 Titel mit einer Zigarrenkistengitarre. Das gehört bei denen also sozusagen zum guten Ton. Und das hat wiederum den Vorteil, ich habe also auch in meiner Kindheit schon versucht, Gitarren zu bauen, das ist mir aber nie gelungen. Das hat den Vorteil, dass bei so einer Zigarrenkistengitarre, die muss nicht so schick und nicht so schön sein, wie zum Beispiel so eine Gitarre, die ein Gitarrenbaumeister anfertigt. Also das kann man mit relativ einfachen Mitteln, kann man sowas bauen. Und natürlich fasziniert mich der Klang, also der Sound, das machen wir jetzt gleich, das würde ich jetzt gleich vorführen. Und ich habe versucht, das tatsächlich in meine Musik einzubauen und so ist es auch entstanden. Also ich wollte wissen, ob ich sowas bauen kann und B, wollte ich wissen, ob ich sowas spielen kann, wie es klingt und so weiter. Und dann habe ich das ausprobiert und dann hat sich das aber relativ schnell ergeben. Also ich glaube, ich habe schon, als ich die dritte Zigarrenkistengitarre gebaut habe, die habe ich glaube ich schon verkauft. Also mittlerweile habe ich über 20 gebaut und ich mache auch immer weiter. Ich habe also auch konkrete Pläne, was als nächstes passiert. Und ich würde jetzt das einfach mal vorführen, das Instrument. Ja, sehr In gern. dem Fall ist es jetzt so, das ist jetzt was Spezielles. Du musst jetzt immer hier rüber gucken, ich mache das jetzt für die Kamera. Hier ist sozusagen in diese Zigarrenkiste, also in den Korpus, ist ein Fressnapf von einer, also in dem Fall ist es ein Katzenfressnapf eingelassen worden. Deswegen klingt die so ein bisschen,
ja, vielleicht fast wie ein Banjo oder wie eine Dobro-Gitarre. Ich würde das auch nochmal von hier zeigen, dass also wirklich, dass man das sehen kann, da ist also verkehrt rum hier eingesetzt. Diese beiden silbernen Abdeckungen hier, das sind eigentlich Siebe, die für einen Abfluss genommen werden. Die hat mir jemand günstig in Kanada gekauft und die habe ich sozusagen übernehmen können. Und das Instrument ist auch mit einem Tonabnehmer ausgestattet. Also das Instrument kann dann auch elektrisch gespielt werden. Ich möchte es bloß kurz stimmen. Ja, und natürlich hören wir das auch schon akustisch. Wir können es auch elektrisch hören. Beispiel. Und jetzt würde ich gerne den Bogen wieder zu meinem neuen Album machen. Und zwar ist auch hier wiederum, also dieser Einfluss auf der einen Seite Beatles, John Lennon, auf der anderen Seite die Zigarrenkisten. Also zum Beispiel ein typisches Zigarrenkisten-Gitarrenriff wäre. Mal zeigen oder den Zuschauern und Zuhörern zeigen, wie sich das wiederum in meiner Musik niederschlägt. Ich habe also versucht, dieses Riff, was ich jetzt gespielt habe, einfach auf meine herkömmliche Achtseiter zu übertragen und dann ist ein Song entstanden. Den habe ich also voriges Jahr zu diesem 80-jährigen Jubiläum von, oder nicht 80-jähriges Jubiläum, das war der 80-jährige Todestag von John Lennon und der 40. und andersrum, der 80. Geburtstag und der 40. Todestag, so rum, von John Lennon. Und dort hatte dieser Song sozusagen seine Weltpremiere, kann man sagen. Und ja, der basiert auf diesem Riff. Aus der anderen Zeit verbarg sich eine Seele, die ihr Leid rausschreit. Hört die alte Socke nochmal langsam und schwer. Du warst einfach alles für mich und noch viel, viel mehr. Nur noch der Himmel über uns. Was hast du damals schon gesagt? Die Welt, es gibt keine Länder mehr, das Streben nach Besitz entfällt. Du lebst für den Augenblick, ganz ohne Zukunftsangst. Es gibt keine Not und hier keine
aus der Vergangenheit. Du warst ein Träumer, hättest gern die ganze Welt befreit. Du hast den Menschen Mut gemacht, wolltest gerne wie du sein. Hab dich leider nicht verstanden, mein Horizont war viel zu klein. Schon gesagt. Klasse. Ja, dann danke ich dir für dieses sehr interessante Interview, für dieses ausführliche Interview und auch für deine musikalischen Einlagen. Grandios, danke. Okay. Ja, und wünsche dir, deiner Familie und den Zuschauern und Zuhörern noch alles Gute und bis bald. Ja, ich bedanke mich auch. Ich habe mir die Gelegenheit gegeben, mich hier zu präsentieren und es hat riesigen Spaß gemacht. Habt ihr ja gemerkt vielleicht. Und ja, dann herzliche Grüße in die Welt hinaus und ich hoffe, man sieht sich mal wieder auf einem Konzert oder im Internet, was auch immer möglich ist. Und vielen Dank.